Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Total War Attila, unserer wundervollen kleinen Welteroberungskampagne mit den Axum-Wichsern, mit dem Reich von Axum und seinen liebenswerten Bewohnern, den Axum-Wichsern. Wir sind wieder einmal hier in diesem wundervollen Reich und gerade dabei, unsere neueste Eroberung oder Errungenschaft zu verteidigen. Die Oströmer sind wieder einmal da, um uns kräftig auf den Sack zu gehen. Die Kerle haben sich ja gegen uns gewandt, unsere ehemaligen Vasallen. Jetzt sind sie natürlich vernichtet worden, denn das passiert, wenn man sich gegen uns wendet. Und irgendwie wollen sie das nicht ganz einsehen. Das ist natürlich ein Problem, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen müssen. Deswegen verbarrikadieren wir uns hier oben in der Stadt. Und hoffen darauf, dass die Römer schön stark leiden werden. So, hier sind welche positioniert worden. Hä, kann ich euch ein bisschen... Ja, wunderbar. Guckt direkt da runter. Oder sogar am besten, warte mal, wir versuchen es mal. So. Dann können sie sich nämlich nicht an der Seite vorbeibacken. Das machen sie nämlich ganz gerne und umzingen dann die Einheit tatsächlich, weil sie halt an der Seite vorbei sich quetschen. Aber so haben wir tatsächlich auch den Hügelvorteil, weil wir ja halt mitten auf dem Aufweg stehen. Meistens ist es ja so, dass hier oben so ein kleiner, es immer flacher wird. Aber so, bam, mitten rein. Das wird schön lustig. Ich rede wieder mal wundervoll klar, merke ich gerade. So, kommt schon. Ja, auch hier drüben. Und dann haben wir noch einen letzten verbleibenden Eingang. Und der wäre der hier drüben. So, verteidigt man eine Stadt. Wundervoll. Es gibt ja manche Leute, die wollen die Stadt immer gerne an den Eingängen der Stadt verteidigen. Was eine ziemlich dumme Idee ist, meiner Meinung nach. Übrigens machen wir hier mal die Barrikade hin. Hier haben wir nämlich keine richtigen Hügelvorteile. Deswegen möchte ich, dass die nicht unbedingt hier entlang gehen, die Gegner. Die Person, die ich gerade meine, die guckt wahrscheinlich auch gerade zu. Und der möchte ich jetzt nochmal ganz kurz reinwirken, dass es keine gute Idee ist, seine Einheiten hier hinzustellen, während man von zwei Armeen gleichzeitig angegriffen wird, um dann irgendwie darauf zu hoffen, dass jeder Eingang hier separat verteidigt werden kann. So viele Stadteingänge, wie es gibt, nur damit man die Türme benutzen kann, ist totaler Bullshit. Dann nutzt man diesen Hügelvorteil. Die Türme machen schon ihre Arbeit auf dem Weg. Und wenn die Gegner da sind, sind sie bereits schön penetriert worden, haben ein bisschen Armor-Damage oder sowas bekommen. Je nachdem, wie viele sie gelaufen sind, und das ist eigentlich auch nur das, was man dann möchte und was einem auch ausreichen sollte. So. Wir positionieren mal unsere Truppen. Wahrscheinlich werden welche von See aus kommen, deswegen positioniere ich mal ein paar Bogenschützen auch hier drüben hin. Ja, unsere Kavallerie, die stellen wir einfach mal hier hin. Die ist komplett nutzlos. Wird in diesem Gefecht auch nicht zum Einsatz kommen, und eine Einheit unserer wundervollen Speerträger, die stellen wir noch hier drüben hin. Und dann dürften wir, glaube ich, nicht unsere Hundis vergessen. Es wäre eine sehr schlechte Idee, die Hundis zu vergessen. Und ich glaube, damit haben wir aber tatsächlich alles positioniert. Wunderbar. Das bedeutet, wir beginnen mit der Schlacht. Und was zum Teufel passiert hier gerade? Ich weiß es nicht. Aber ich bin ganz froh, dass wir es noch geschafft haben, hier unsere Bewegungsbefehle für die Landung zu geben. Denn man kennt es ja mit der Flotte, die setzt ihre Bewegungsbefehle, sobald sie auf das Schlachtfeld kommt, und man kann dann selbst nicht mehr diesen Punkt ansteuern, auch wenn man eigentlich schon längst da wäre. Also, wenn man hier steht, die da hinten beschließen, wir steuern jetzt diesen Punkt hier an, dann steuern sie diesen Punkt an und man selbst kann diesen Punkt nicht mehr ansteuern und ist mit der Flotte gezwungen, zu See zu bleiben. Das kennt ihr ja bereits. So. Unsere Feinde sind auf dem Weg in die Stadt und sie werden es wahrscheinlich schaffen, vor unseren Schleudern anzukommen. Aber das ist eine Garnison. Also im Endeffekt egal, ob die überleben oder nicht. Mit den drei Steinchen, die sie auf die Gegner schmeißen könnten. Naja, macht jetzt auch nicht mehr den großen Unterschied.
So, guck mal, wer da kommt. Unsere Freunde, die feindliche Kavallerie. Schön, zwei Mann haben sie bereits verloren. Immer noch nur zwei Mann, obwohl sie die ganze Zeit von drei Mann. Vier Mann. Ah, jetzt wird auch jemand anderes geschossen. Okay. Egal, gucken wir uns doch mal an, wie die Kavallerie daran scheitert, in unsere Leute hineinzurennen. Oder gar nicht erst in unsere Leute hineinrennen. Doch, jetzt tun sie es. Hallo. Ja, das war eine super Idee, Leute. Muss schon sagen. Ja, auf jeden Fall. Wow. Sehr schön macht ihr das. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Und tschüss. Schön, dass unsere Bogenschützen wegen dieser drei Leute hier die ganze Zeit auf unsere Tor-Krieger schießen. Feindliche Einheiten haben sich gesammelt und sind in die Schlacht zurückgekehrt. Die sieben Mann sind echt mutiger, als ich erwartet hätte. Aber wir hätten Kavallerie-Gegentaktiken einstellen sollen. Verdammt. So, ihr hört mal ganz kurz auf zu feuern. Fangt wieder an zu feuern. Wow! Was zum... Das ist... Da, die Reichweite habt ihr? Ach du Scheiße. Okay, das kann heiter werden. Der Treffsicherheit, die diese Katapulte bei den Gegnern immer haben, bin ich eigentlich ganz froh, dass sie keine Flammengeschosse haben. Übrigens stelle ich das automatische Feuern bei unseren Bogenschützen mal aus. So, läuft ganz gut hier eigentlich, ne? So, nicht auf die Leute schießen, die kurz davor sind, in Gefecht mit unseren Leuten zu geraten. Oh, doch, auf die nochmal schießen kurz. Ja, okay, ihr müsst nicht auf meine Befehle hören. Alles gut. Oh. Ach nee, ich wollte gerade sagen, die Mauer wurde durchbrochen. Das wäre ja ein bisschen beschissen. Aber wie es aussieht... Wollen sie die Barrikade noch zerstören? Das heißt, wir ziehen uns mal ganz kurz mit den Truppen hier zurück. Ja, und da fliehen sie auch schon. Wie wunderbar. So, schießen wir auf die nächsten Truppen, würde ich sagen. Hier herein marschieren. Ja, byzantinische Seesoldaten, leichte Nahkampfinfanterie, die sollten wir erledigen können. Wie sieht's hier eigentlich aus? Ausgeglichener Kampf, na, das ist ja eine Überraschung. Ich glaube, die Leute sind nicht mehr richtig im Sperrwall geblieben, nachdem wir sie da... ...angegriffen wurden. Ja, aber soweit kann man das eigentlich, kann sich das eigentlich sehen lassen. Die schweren Elitesoldaten hier, die werden noch ein bisschen lustiger. Oh Gott. So, dann schießt mal auf die hier drüben, bitte. Wow. Hier zieht sich ja wirklich alles genau auf diese eine Stelle hier. Das ist ja nicht, das ist ja beeindruckend. Wow. Ich würde mal sagen, wir könnten demnächst hier ausbrechen mit den, mit ein paar unserer Affars. Oh, scheiße, die schießen auf unseren General. So, mit unserem General sind wir schon mal außerhalb der Reichweite der Katapultschiffe. Was? Ich hab geguckt, das ist außerhalb eurer Reichweite. Hört auf zu cheaten, ganz im Ernst.
Außerdem dürftet ihr gar nicht gar keine Munition mehr haben, ihr Schweine. Okay. Wollen wir es wagen? Ich würde sagen, wir wagen es mal. Und rauf da und ihr bitte wieder in Sperrwall. Dankeschön. So, jetzt wird das hier mal von hinten aufgerollt, das Feld, meine Lieben. Hahaha. Kommt nur her. Oh Gott, die Palatinerwache auf der Flanke. Na, das ist herrlich. So, der feindliche General ist schon mal am Fliehen. Sehr gut. Hoffentlich wankt er komplett. Das wäre sehr schön für uns. Er flieht immerhin. Das Problem ist natürlich, dass er nicht komplett flieht. Das heißt, er wird sich gleich sammeln und unsere Afar-Schwertkämpfer in Schwierigkeiten bringen. Es sei denn, wir greifen ihn an. Wahrscheinlich würde er sich kurz bevor wir ihn erreichen sammeln. Na, oder noch mitten im Kampf. Man weiß sowas immer so schlecht. Ja, okay, der feindliche General ist damit Geschichte. Wunderbar. Geht also auf die nächsten. Oh oh. Okay, sie lassen uns in Ruhe. Das ist gut. Warum auch nicht? Ich meine, wir stellen ja keine klare Bedrohung da oder sowas. Nein. Oh, fuck, 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 fuck. Ich dachte, die wären schon durch. Ah. So, ach, scheiße, mit ihrem Pila immer. Okay. Ragenmodus, würde ich mal sagen. Und dann machen wir sie platt hier. Berserker-Modus heißt es natürlich, ich weiß. Okay, wie sieht's aus? Ausgeglichener Kampf ist natürlich kein schöner Kampf für uns. Ich glaube, so langsam sollten wir sie alle haben. Barrikade wurde auch langsam mal zerstört. Das haben sie ja. Oh ja, sie haben es geschafft. Sie haben die Barrikade zerstört. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ah, hier fliehen sie auch. Das heißt, jetzt sind es nur noch diese römischen Seesoldaten hier da. Artillerietruppe. Ha, na wunderbar. Kein Wunder, dass sie nicht mit uns in den Nahkampf gegangen ist. Oh oh. Na super, da habe ich mich mal ganz kurz außerhalb der... Ah, scheiße. Kurz mal rausgegangen, was passiert. Wir werden von byzantinischen Elite-Seesoldaten angegriffen. Okay, wird Zeit, dass wir hier mal rübergehen. Oh, oh, was haben wir denn da? Moment, ziehen wir uns mal ganz kurz zurück. Ziehen wir uns doch nicht mehr zurück. Ja, aber entscheidet euch doch mal, wen ihr angreifen wollt. Ich glaube, sie können sich gerade nicht ganz entscheiden. Wie sieht's hier aus? Hier fliehen sie langsam. Ja, sehr schön. Okay, die Bogenschützen da sind auch schon mal am Fliehen. Das ist perfekt. Das heißt, wir müssen nur auf diese Elite-Seesoldaten hier ausschalten und dann die hier. Aber die sind auch gerade, ja, gerade am Fliehen. Ja, die sind doch nicht ganz sicher. Geht mal auf die hier bitte.
Hoffentlich überlebt unser General diesen Charge hier. Wenn er den nicht überlebt, dann hasse ich mich selbst den Rest meines Lebens. Nicht unser General, ist ja unser König sogar. Und das ist ein richtig geiler General. Es ist Königsgeneral. Ja, nee. Das hat, glaube ich, ganz gut geholfen hier, der Charge. Ja, gewonnen. Wunderbar. Beenden wir doch dieses lächerliche Gefecht hier mal. Ah, sehr schön. Ich möchte übrigens ganz kurz an dieser Stelle mal anmerken, weil ich habe es irgendwie, wollte es am Anfang des Parts, glaube ich, anmerken, aber ich habe es vergessen. Wollte sogar schon im letzten Part anmerken. Möglicherweise ist euch auch gefallen, dass die letzten paar Folgen ein bisschen kurz waren. Also vor allem die letzte Folge hat irgendwie nur 20 Minuten gedauert, obwohl ich es ja eigentlich versuche, meistens an die 25 zu orientieren. Ich spüre eine leichte Erkältung heraufwandern und heranschleichen, herannahen und vor allem spüre ich das in meinem Hals. Mir fällt es immer schwerer, lange zu sprechen. Ich trinke auch schon Fenchel-Tee wie ein Junkie. Dass er ein Gras raucht und, weil er seine Drogen nimmt, genau genommen. Muss ja nicht unbedingt immer Gras sein. Deswegen, ja, wie gesagt. Haben wir, glaube ich, gerade unsere Steinschleuderer verloren. Nein! Cool! Freut mich. Deswegen muss ich ein bisschen meine Stimme schonen. Was ich allerdings nicht während der Aufnahme kann, weil ich zu blöd bin, einfach mal weniger zu sagen. Und deswegen, ja, wie gesagt, dazu gibt's deswegen etwas die Folgen etwas kürzer machen, wenn ich merke, oh, scheiße, jetzt wird's knapp. Aber hey, immerhin hat das dazu beigetragen, dass wir den Return of the Fenchel-Tee erleben durften. Ah, geiler Stoff. So, was haben die Abascharden da vor? Das sind auf jeden Fall die krassesten Vasallen der, oder Ex-Vasallen der Sassaniden, das muss man schon mal sagen. Die haben einen Kampf geboten, meine Herren, diese Abaschar. Das sind echte Schweinebacken, aber, also vor allem waren sie ja tatsächlich der Hauptgrund, warum wir überhaupt mit den Sassaniden unbedingt in den Krieg ziehen wollten. Weil die Sassaniden uns die ganze Zeit provoziert haben, weil die Abaschar uns die ganze Zeit provoziert haben, indem sie uns alles genommen haben. Ein illoyaler Fuzzi, wenn ich das... Oh ja, hier, der Gerim. Was muss ich denn da sehen? Sichern wir mal deine Loyalität. Du sicherst dir mal eine Ehefrau, bitte. Du würdest ja auch mal gerne... könntest dir auch mal eine Ehefrau sichern, aber du bist halt hier hinten mit deiner Armee am Rumdümpeln und hast nichts zu tun. Das ist natürlich auch ein bisschen beschissen ist. Ansonsten, haben wir dich hier noch. Und ich würde sagen, wir stellen ihn ein. So, dann hätten wir dich noch. Oder euch noch. Ihr könnt aufgewertet werden. Ihr Armee kann aufgewertet werden. Sehr schön. Gehen wir auf die geringeren Unterhaltskosten. Auch wenn die an sich schon gering sind in der Region, weil wir hier, glaube ich, irgendwo dieses Ding haben, was die Unterhaltskosten für die Armee stark senkt, solange sie in dieser Region ist. Ich liebe das Teil. Das ist super. Reißen wir das allerdings auch ab, denn wie ihr vielleicht noch wisst, sind wir gerade dabei, hier einen kleinen Tausch zu machen zwischen beiden Gebäuden. So, und ich würde mal sagen... Ach komm. Den hier sollst du gehen. War's das? Ich glaube nicht. Nein. Ihre Flotte ist noch am Leben. Das ist natürlich schade. Okay. Was haben wir ansonsten noch hier drüben? Wir haben diese Rebellion am Laufen. Wollen wir die? Nee, die vernichten wir mal. Sehr schön. Da marschierst du zurück nach Stakre. Und dann gucken wir uns mal ganz kurz an, warum ihr so unzufrieden seid. Einwanderer und religiöse Differenzen. Ja, das war eigentlich schon fast klar. Religiöse Differenzen sollte sich irgendwann mal gelegt haben, denn da sind wir gerade schön fleißig dran arbeiten. Und diese Felder hier lösen wir auf. Die bringen uns nämlich nichts.
Wir haben immer noch Probleme mit der Nahrung. Das ist natürlich ein großes Problem. Reißen wir deswegen mal das hier ab und das hier am besten auch. Und bauen dafür dann die Ding hier aus, damit wir mehr Nahrung bekommen. Klingt logisch und ist es auch. So, hier lassen wir die Leute mal ganz kurz ein bisschen gewähren, während wir in der Zwischenzeit Fra einnehmen. Sie sollen vor unserer Stärke niederkauern. Durch die Besetzung von Fra haben wir uns nämlich damit Makran komplett einverleibt. Das heißt, jetzt fehlt nur noch Khorasan, Chorasan, wie auch immer. Und wir haben alles erreicht, was wir erreichen wollten. Yay! Geil! Wuhu! Sägen wir den Unterhalten der Armee und gucken uns mal ganz kurz die Stadt an. Wir haben einen Gouverneurspalast, der umgebaut werden könnte in eine Karawanserei. Nicht so mehr, reißen wir den mal eine Stufe ab. So stark brauchen wir den nicht, das reparieren wir. Saline, cool, behalten wir mal. Das beschädigte Dorf wird natürlich auch repariert. So, hier bauen wir die axiometrischen Mönchsquartiere, um dafür zu sorgen, dass unser Glaube verbreitet wird. Unser einzig wahrer Glaube natürlich. Okay, verstehe. Das ist also das Gebäude. Es sorgt natürlich für Nahrungsprobleme, das Ganze hier. Wie machen wir das also? Könnten dich hier umbauen lassen. Würde allerdings zu erhöhter Verarmung hier drin führen. Das heißt, wir müssen irgendwas anderes übrigens überlegen, was das angeht. Gehen wir doch hier am besten einfach mal auf die Plaza, denn wir haben noch immer keine Bibliotheca hier. Oh, wir könnten eine Bibliotheca aus dem Nahrungsmarkt bauen. Allerdings haben wir schon so kaum Nahrung. Das bedeutet, das wäre gar nicht mal so die Idee. Oh, wir könnten den Nahrungsmarkt ausbauen. Ja, wieso nicht? Ah, das würde gar nicht die Nahrung erhöhen. Dann eben nicht. Dann dich. Dann lassen wir das, ne? Ist ja klar. Okay. Also, ihr solltet euch daran machen, was... Wohin könnt ihr marschieren? Ihr könnt nach Isatis und nach Spahan marschieren. Dann marschiert nach Isatis. Um die Provinz zu beschützen. Und hier gucken wir halt mal, wie wir das Ganze hinkriegen. Diese ganzen Einwanderer, weil ich nicht weiß, wo die Einwanderer herkommen. Ich meine, es können jetzt nicht sassanidische Einwanderer sein, aber ich glaube, tatsächlich ist es das. Weil die Sassaniden vernichtet wurden, haben wir jetzt überall einen Einwanderer-Malus, weil das Spiel das halt so möchte. Egal. So. Also, du verbreitest ja hier bereits die Religion. Schon sehr effektiv, muss man tatsächlich sagen. Hier sind wir ja bereits, was die Religion angeht, in der Mehrzahl. Hier sowieso, oh ja, guckt euch mal hier. Eieiei, Asuristan, wunderbar. Oh, das ist geil. Wie sieht es hier nahrungstechnisch aus? Können wir uns die 20 leisten? Gerade so. Gehen wir doch mal hier drauf. Hören auch ein bisschen das Wachstum. Langsam sollte Yathrib nämlich auch mal ausgebaut werden. Das ist immer noch eine Einerstadt. Das geht ja mal gar nicht. Ja, wie sieht's aus? Wie sieht's aus religionstechnisch? Das würde mich jetzt mal interessieren. Übersicht. 59%. Tendenz steigend. Sehr schön. Ich glaube, das dürfte das Schwierigste werden, die 70% östliches Christentum beizubehalten. Ich meine, wir haben unglaublich viele Agenten. Ich möchte mir überhaupt nicht vorstellen, wie schwer es sein muss, östliches Christentum überall beizubehalten, überall zu verbreiten, wenn man... Ja, wenn man nicht die ganze Zeit irgendwelche feindlichen Agenten besticht. Das muss ja echt ein Ding der Unmöglichkeit sein. Kilikien hat Nahrungsprobleme. Da müssen wir mal was dagegen machen. Bauen wir also die Kamelfarm aus. Ja, das können wir uns leisten. Sehr gut sogar leisten. Wunderbar. Arabia Magna hat sinkende Zufriedenheit. Durch Plündern. Wir müssen die Typen hier vernichten. Andererseits kümmern wir uns bereits darum, dass es den Leuten hier besser geht. Also alles in Ordnung. Ansonsten könnt ihr echt sehen, unseren Provinzen geht es wunderbar. Atropatene, Tendenz steigend. Unglaublich viele Wunder. Ha, herrlich. Herrlich.
Nahrungstechnisch müssen wir noch ein bisschen hier was machen. Ich würde mal sagen, das können wir abreißen, dafür eine Farm bauen. Ja, dann würde ich mal sagen, ne? Können wir diesen Part an dieser Stelle auch direkt schon mal beenden. Und im nächsten Part dann in die nächste Runde übergehen. Klingt gut, klingt gut. Ich will immer noch wissen, was das für eine Mauer ist. Das muss ich mir mal durchlesen. Warum hier eine Mauer steht. Weil vor allem, hier ist keine Mauer mehr. Warum ist da eine Mauer? Die können einfach dann hier rumreiten. Oder ihr sogar durch. Also, naja, egal. Ich hoffe mal, dieser Part hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, meine Liebe, macht es gut und ciao, ciao.